Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile. Ja, liebe Mercedes-Freunde, heute habe ich hier einen sensationellen Mercedes 500 SL aus Baujahr 1994. Der Wagen steht hier wirklich nahezu makellos. Er hat einen ganz kleinen Kratzer, habe ich gesehen. So klein, zeige ich gleich. Ansonsten, das Auto hat 50.000 Kilometer gelaufen. Es gibt leider keinen Checker, weil der Wagen kommt aus Japan. Für viele ist das Japan. Aber andere sagen, Japan, super, weil einmal im Jahr TÜV. Man muss eine Garage vorweisen, wenn man so ein Auto in Japan kauft. Also es sind alles so Dinge, die eigentlich gar nicht schlecht sind. Und es ist jetzt nicht so wie Dubai oder sonst was, wo dann die Autos voller Sand sind und irgendwie eigentlich nicht fahrbar sind. Ja, ich habe so ein Ding mal gekauft, es war eine Katastrophe. Anyway, das stört mich gar nicht. Japan, also hier, schönes Auto. Wirklich in einem Wahnsinnszustand. Jeder, der hier reinkommt, den Wagen sieht, der sagt, wow, was steht da denn? Ja, 500er, wunderbar. Der Motorraum sieht aus wie wir machen das mal so, ich mache mal gleich den Motorraum auf, damit man gleich sieht, wie der Motorraum aussieht. Damit man so ein bisschen meine Euphorie nachvollziehen kann, die ich hier an den Tag lege. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, Alter. Thomas. Das ist doch ein Neuwagen, oder was? Ja, genau. So sieht er aus, auf jeden Fall. Also es ist wirklich geil. Schräg, dass es immer mal wieder solche Autos gibt, die halt so aussehen. Also wer Qualität sucht, hier steht was richtig Qualität bietet. Ja? Hat alles, was man braucht. Hier die Waschanlage für die Scheinwerfer. Hier ist die Felgen. Das ist alles wie neu. Ja? Das ist wie... Und mein Stefan war noch nicht mal da dran. Wenn der erstmal da dran geht, dann flippe ich ja völlig aus, ehrlich gesagt. Also ist übrigens in Deutschland der zweite Eigentümer, der jetzige. Also der ist nach 11 nach Deutschland gekommen und der zweite hat ihn dann gekauft. Jetzt würde sozusagen in Deutschland zwei Vorbesitzer haben. Hier, guck mal, alles hier, wenn du hier mal raus. Es ist immer zerkratzt und zerdellt. Ich habe Fotos gemacht von dem Auto, wenn Sie das sehen. Im Netz, da sieht man auch hier unter, das ist alles picobello. Also hier ist übrigens der Kratzer, guck mal, hier war irgendwas hier, das müssen wir nochmal ausbessern. Da ist ein ganz kleiner Kratzer drauf, das kann man aber schön austupfen, das ist alles gut. Hinten, der Wagen, nicht ein einziger Kratzer, Riss oder irgendwas, nichts. Kofferraum, hier, wirklich. Wie du schon sagst, Thomas, fast Neuwagenzustand, ja. Hier, guck mal da ist das Reserverad. Von unten, also das wäre auch eine schöne Geschichte, von unten, TÜV-Prüfer, der gebrauchte TÜV, guckt sich das Ding an, sagt zu mir, Ingo, der Wagen ist perfekt. Da habe ich gesagt, schön, von oben sieht er auch so aus. Also insofern freue ich mich, dass er von unten auch so aussieht. Hier alles, habe ich gerade gesehen, bei einem anderen Auto, was ich gekriegt habe, da war hier ein bisschen Rost, hier natürlich alles nix, ja, alles über, die ganzen Gläser, alles tipptopp, die Scheibe ist tipptopp, würde ich jetzt mal sagen, da ist nichts drauf. Keine Beule, kein Kratzer, keine Steinschläge am Spiegel, alles funktioniert. Der Innenraum, da geht es genauso weiter wie außen, schwarzes Leder und hier auch, also ich meine, in die Mittelkonsole, ja, unbefleckt, wirklich, also jungfräulich würde ich fast sagen, ja. So. Hier, also das Holz, das ist der Wahnsinn. Guck mal, da ist kein, was ist das hier? Ja, das ist halt, also lächerlich, ja, das ist alles, das Cockpit hier, das geht auch, guck mal, das geht ganz selten. Das hakt nämlich meistens immer bei den Autos. Und was ganz wichtig ist, ist, dass das Dach funktioniert. Aber wenn das nicht funktioniert, hat man ein relativ großes Problem. Checken wir auch gleich, zeige ich gleich. Hier Radio, auch das Radio, was reingehört. Geiles Auto, Thomas, oder? Mega. Finde ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich mag die sowieso, die 129er. Habe ich schon ein paar gehabt auf YouTube. Mir meine Filme auf YouTube kann man sich gerne angucken, freue ich mich. Und kriegt man die Autos immer als erstes, bevor sie irgendwie ins Netz gehen, also ins andere Netz gehen, sage ich jetzt einfach mal. Und kann sich schnell Autos schnappen. Oder wenn man was sucht, auch immer gut, einfach mal eine Mail schreiben. Weil wir haben so einen ganz gepflegten Suchordner, das macht der Sebastian ganz ordentlich. Und der schreibt dann alle an, die was suchen. Und dann kann man schnell reagieren und kann sich schnell Autos schnappen. Aber egal, kommen wir zu dem Auto wieder hier. Tolles Ding. Ich
Mach ihn jetzt an und fahr. Haben wir was vergessen, Thomas? Nö. Dach vielleicht? Dach machen wir gleich, sieht man ja gleich. Ich mach's gleich zu. Und dann fahre ich ihn mal geschlossen. Ich mache ihn jetzt dicht und fahre ihn geschlossen mal eine Runde. Ja? Das machen wir jetzt. So, ich fahr mal, wir machen jetzt mal was Neues, weil mich haben einige Leute angesprochen, oh Ingo, es wäre cool, wenn man das Auto auch mal vorbeifahren sieht irgendwie und nicht nur von vorne und von hinten. Wir versuchen das jetzt mal. Das ist das erste Auto, wo wir das mal ausprobieren. Vielleicht machen wir das dann immer so. Wir gucken uns das mal an. Ne? Also viel Spaß jetzt bei der Autosequenz. Nee, bei der Fahrsequenz oder wie sagt man. Erstmal das Dach zu, pass auf. Das ist nämlich wichtig, dass das funktioniert. Tolles Auto, wirklich. Und ich habe, wo ich hier gerade drin sitze, ich habe halt Klima funktioniert, alles ausprobiert. Ich habe Tempomat auch probiert, ich habe alles probiert. Verriegelung hier funktioniert auch. Sitzheizung hat er, ganz ehrlich, hier alles toll. Memory-Sitze hat er. Hat er. Hat er. Hat er, hat er. Super, ich fahre ihn wieder in die Halle. Also es gibt auch so ein paar Rechnungen noch, die gemacht wurden, habe ich alle in den Unterlagen. Tolles Auto steht hier. Wenn Sie Lust auf so ein Auto haben, rufen Sie mich an. Steht in Hamburg in meiner Halle. Ich habe den angekauft, glaube ich. Ne? Ja, ist meiner, genau. Den habe ich, ist meiner. Den verkaufe ich in dem Kundenauftrag, mein Auto. Und danke fürs Zuschauen. Wetzel Automobile, freue mich auf Ihren Besuch und bis dann, alles Gute, Wetzel. Tschüss.